Hey, yo, Freunde, euer Mr. Duit mit einem ziemlich mit einer ziemlich öl verschmierten Tasse. Aber in dem befindet sich halt unser Kaffee und damit begrüße ich euch. Freunde, heute geht es los. Ich habe auch traditionell, also dafür extra nochmal mein schönes T-Shirt angezogen, wo man richtig gut sehen kann, worum es hier überhaupt geht oder wer ich überhaupt bin. Ich bin Mr. Duit und heute beginnen wir mit dem Projekt VW Passat 3C aus dem Jahr 2006 mit einem 2-Liter TDI-Motor BMP. Öfters mal in den Videos gewesen, lange, lange Zeit schon eigentlich her. Und wir betiteln dieses Video mit dem Satz: Die Geburt von Black Beast. Ja? Ich möchte endlich mal ein Auto haben, das meinen, nein, nicht meinen Charakter widerspiegelt, aber das schon so ein bisschen so einen kleinen Wunsch von mir widerspiegelt, dem Wunsch, dass ich ein Auto habe, was wirklich clean ist. Clean. Ja? Also wir keine Chromteile und bei dem Passat, wir werden gleich um das Auto nochmal gehen. Heute ist sozusagen eine Bestandsaufnahme. Wie sieht er aus? Was werden wir technisch alles machen? Da bitte ich euch auch bitte, das Video nochmal, also das Video generell bis zum Ende zu schauen. Nicht, dass da Zwischenfragen entstehen, obwohl ich es vielleicht im Video gesagt habe. Und mich bei diesem Projekt auch zu begleiten und gegebenenfalls zu unterstützen. Jetzt nicht in Form von Geld oder so, aber dass ihr mit mir fiebert und googelt. Ich habe nämlich einige Dinge, wo ich gesucht habe und bin selber kaum fündig geworden, aber zusammen mit der Community können wir das vielleicht viel leichter finden. Gegebenenfalls, sage ich es nochmal, kann es sogar sein, dass jemand zu Hause so irgendwas davon übrig hat, also von seinem alten Passat oder so, und mir das für einen kleinen Euro oder so verkaufen kann. Was genau werden wir heute tun? Wir werden heute, wie gesagt, Bestandsaufnahme. Wir werden den Passat, ich habe den auch schon 3 Wochen nicht mehr gestartet, der steht unmittelbar hier vor der Tür. Wir werden gleich hingehen, das Auto starten. Der Wagen ist ja natürlich auch kalt und wir werden wahrscheinlich beim Starten auch das Zweimastenschwungrad von unserem DSG-Getriebe hören. Ich weiß, Leute. All diejenigen, die so viel Geduld mit mir hatten, jetzt bekommt ihr die volle Ladung und seid mittendrin statt nur dabei. Wir werden wirklich komplett die Karre durchziehen. Ja. Das wird mir ein richtiges Vergnügen sein. Vor allen Dingen habe ich dann wieder einen fahrbaren Untersatz. Kurzes Feedback zu dem Mercedes von gestern. Ich hatte ja den Aufruf gemacht, wollt ihr das sehen oder nicht? Also ihr verbessert mich oder nehmt es mir nicht übel, wenn ich doch vielleicht, wenn es mir nicht so vorkam. Aber ich meine, dass die meisten gesagt haben, Glühkerzen haben wir genug gesehen. Mach doch direkt den Passat. Ich habe auch wirklich heute noch die Sachen geholt. Also 4 Glühkerzen. Auch schweineteuer. Könnt ihr mal selber googeln. Das sind die, hier, da steht die Nummer drauf. Könnt ihr selber mal googeln. Echt teuer. Keramik-Glühkerzen. Gehen auch selten kaputt, aber das Auto hat ja auch schon 200.000 Kilometer. Und hier das ich sage jetzt mal Steuergerät, ja. Aber da könntet ihr mir jetzt schon die erste Hilfe leisten. Ich habe so ein bisschen gegoogelt, gemacht, getan. So sieht das Ganze aus. Bei BMW und so auch ziemlich ähnlich. Glühkerzensteuergerät. Wo ist das denn bei den Benz verbaut? Ich habe geguckt, geguckt, geguckt im Netz. Ein Bild gesehen an der Ansaugbrücke, ein Bild gesehen unten rum. Bevor ich jetzt wirklich unnötig suche und vielleicht eine Stunde vergeht, würde ich euch bitten, hat das jemand schon mal gewechselt und weiß jemand, wo dieses Glühkerzenrelais, Steuergerät, wie auch immer man schimpfen möchte, an diesem Mercedes W204, gestriges Video hier, könnt ihr mal schauen, wo es sitzt. Dann so, spare ich mir die Suche und tausche das. Ich werde aber natürlich, wenn ich die Glühkerzen wechsle, mal kurz was in das Video integriert, von morgen übermorgen. Dann wisst ihr auch, okay, Shannon hat das getan und die Fehlermeldung ist vor allen Dingen weg, ja. Der leuchtet permanent, also die Motorkontrollleuchte, und ohne sowas hier zu wechseln, wird die auch nicht aufhören zu leuchten. Okay, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Wir haben schon 5 Minuten, nee, nicht 4 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Passat und fahren ihn hier rein. Ich bin gespannt, wie er anspringt, ob er anspringt. Ob er anspringt, wie er anspringt. Also, let's go. Neben den beiden Scirocco steht er, unser VW Passat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hier ist der Schlüssel. Okay, Batterie ist schon mal gut, aber ich habe ja auch eine Silver Dynamic damals eingebaut. Oh. Also, dass die Batterie gut ist, das wissen wir ja alle. Machen wir mal den Grill hier kurz weg. Also von außen. Wir machen das drin. Wir gucken jetzt erstmal, ob. Ihr dürft natürlich gerne folgen, ist ja klar. Und Leute, komm, zum Beginn des Projektes ein paar Daumen hoch, ein paar Abos, das wäre doch nice. So, ich steige ein. Ich steige ein. So, Tür zu. Boah, heiß ist es hier drin. Heiß, heiß, heiß. So, ich werde jetzt
mit diesem Schlüssel. Also Strom haben wir. Zündung ist an. Volkswagen. Bitte Gurt anlegen. Deswegen piept er so? Nee. PTC. Ah, PTC. So, ich lege auch den Gurt ruhig an. Parklicht. Vorne links defekt. Alles klar, geht schon los. Aber wenn es nur das ist, also das ist unser, wir kennen das ja, DSG, unser schönes Android-Radio. Oh, der will sofort auch verbinden. Leute, Reichweite 100 Kilometer. Echt, habe ich noch Sprit drin? Ja. Ich starte und ich glaube, dann dürfte man es auch hören. Ich mache mal die Fenster runter. Ich glaube, beim Starten hören wir schon das ZMS. So, mal einmal vorbeifahren lassen. Und 3, 2, 1. Doch, boah, ich höre es extrem. Aber guck mal, wie der anspringt, ne? Wir haben sage und schreibe, Leute, 326.930 Kilometer auf der Uhr und die Karre springt an wie gestern gekauft. So, das Geile am DSG, auch wenn das ZMS kaputt ist, kein Knacken, kein Ruckeln, wenn man auf D oder auf R geht oder neutral. Ey, es ist einfach nur, boah, das war auch so geil damals hier. R, Rückfahrkamera Deluxe. Oh mein Gott! So, Leute, ich rolle. Also die elektronische Feststellbremse war an. Boah, knack, die Bremsen, weil er so lange stand. Boah, Digga, ich fahre den erstmal rein und dann gucken wir uns das Ganze hier mal in Ruhe an. Bis gleich. So Leute, ich will jetzt auch direkt mal euch vorführen, wie es klingt mit einem defekten ZMS. Boah, durch den Motor. Also mir kann einer erzählen, was er will, aber die Liebe von Liqui Moly, die ich in dieses Auto gesteckt habe, die Liebe mit Warmfahren und alles, die Liebe zu den ganzen Pumpe-Düse-Elementen in Form von Mitteln und so, spiegelt sich hier eindeutig wieder, Leute. Guckt euch das an, nach 3 Wochen springt er einfach an und sagt zu mir, guten Tag, wo willst du hin, lass uns los. Aber trotzdem, das DSG-Getriebe spricht nicht so mit mir. Also wir hören jetzt nochmal hin. Und zwar, ich hoffe, man hört das. Also ich werde jetzt den Motor ausmachen und dann hören wir dieses Knack, 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 Knack. Aber seht ihr es? Doch, ich denke schon, dass es irgendwie hörbar war. Also das ist eindeutig das ZMS. Also das ZMS, was hier extrem noch nachknackt. Ja, also da sind die Federn definitiv kaputt. Und beziehungsweise nicht kaputt. Also wenn sie kaputt wären, hätten wir nochmal extreme Geräusche, aber schon ausgeleiert. Ich habe hier ein nagelneues ZMS und das auch schon nicht seit gestern. Ich habe das schon ziemlich lange. Und sorry, dass ich ein bisschen schwitze, aber das ist hier drin einfach zu heiß. Vor allem mit so einem Motor, der dann noch ja, hier vor sich hin brödelt und mir noch seine Hitze abgibt. Wir werden, wie gesagt, jetzt eine Bestandsaufnahme machen. Von hier oben sehen wir eigentlich einen ziemlich guten, gesunden, ich nehme euch mal in die Hand. So, also wir sehen hier von hier oben einfach nur einen gesunden Dreck, das heißt hier richtiger Staub, so wie es sich eigentlich auch gehört. Ja, und wir sind schon wieder dreckig, aber ich weiß noch, damals auch, wie eigentlich permanent, ich habe immer die Luftfilter getauscht, die Kraftstofffilter getauscht. Da hatte ich auch mal das Kühlsystem gespült. Wobei ich hier sehe, dass wir unter, oder? Sind wir bei Max? Doch, wir sind bei Max, ist alles okay. Dann die Batterie, da hatte ich ja diese Blue Dynamic gekauft. Ach, die ist auch wunderbar, vor allem für einen Dieselmotor. Und guck mal da, richtiger Dreck hier. Schaut euch das an. Doch, mein Nachbar hat mal Tschüss gesagt, ich nehme jetzt mal den Deckel hier ab. Also ich bin komplett durcheinander. Ich habe also wirklich viel Liebe reingesteckt in dieses Auto, regelmäßig den Luftfilter gewechselt und sowas. Aber das hat sich auch in den ganzen Kilometern und in der Laufruhe wiedergespiegelt. So ist es jetzt nicht, ne? Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, sowas zum Beispiel hier, ne? Krankheit, TDI, diese Kappen, diese Deckel, darunter der ganze Schaumstoff. Es ist einfach eine Katastrophe. Das alles hier, sowas hier, das ist, wir machen jetzt mal hier klar Schiff, zack, ein paar Sachen abmontieren, mal drauflegen, gucken, so. So, jetzt sehen wir auch schon ein bisschen mehr. AGR hatte ich mal sauber gemacht, BMP Motorcode, wie gesagt, da hatte ich auch den Zahnring gewechselt. Der Aufkleber ist sogar noch da, aber 2017, da steht es noch, 2017. Ja, also 4 Jahre her, können wir locker noch 2, 3 Jahre fahren, alles kein Problem.
Was natürlich ein Hauptproblem bei mir war, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo ich die Lampe hingetan habe. Da, unter den Läppchen ist sie versteckt. Das Hauptproblem ist und bleibt mein Ölverlust. Und da muss ich sagen, wo kommt der denn her? Bestimmt vom Ventildeckel, so wie das aussieht. Ja, vom Ventildeckel, da werde ich definitiv mal gucken. Also es ist schon teilweise ausgetrocknet, da unten sind noch ein bisschen die Reste. Also von, wenn man jetzt hier hinguckt, würde man denken, okay, es kommt doch eindeutig von der Zylinderkopfdichtung, aber es kommt von da oben definitiv. Da unten, wenn da Öl rauslaufen würde, dann hätten wir ganz andere Fehler noch. Dann die Glühkerzen, Alter. Oh nein. Leute, Horrorglühkerze, wollt ihr mal sehen? Horrorglühkerze? Ich sehe es jetzt zum ersten Mal, schaut mal. Digga, im Ernst? Warte mal, wo ist es da? Schaut mal da, wie angerostet der Kopf ist. Oh oh. Oh oh, das wird lustig, das wird lustig. Die Leiste nehme ich jetzt lieber nicht ab. Wahrscheinlich bricht sonst was. Ich muss das vorsichtig machen. Ich hatte damals auch, wie gesagt, AGR und sowas. Kannst du hier super geil reinigen. Ja, hier ist das AGR. Super, kommt man dran. Differenzdrucksensor, unsere Druckdose. Wir bekommen ja oder bauen ja auch einen richtig, einen richtigen Turbo sowieso, aber einen Norgel, neuen Turbolader ein, ZMS ein. Bremsen wollte ich machen, weil, wie gesagt, hinten ist es schon komplett auf Null. Dann nochmal alle Sicherungen überprüfen, hier wie auch im Innenraum. Luftmesser und sowas hatte ich nie getauscht, ist immer noch das Originalteil und funktioniert auch wunderbar. Also da haben wir auch gar keine Probleme. Leistung hatte er ja, nur man merkt, obenrum, ja, so bei 180 oder so, dann ist die Luft raus. Und dadurch, ist halt der Verschleiß auch spürbar, ne? Das merkt man auf jeden Fall. Ölkühler und sowas ist alles dicht. Also das ist einfach ein Traum mit diesem Auto. Es ist halt ein gesunder Dreck drauf. Der Riemen, den hatte ich auch neu gemacht. Guck mal, der Klimakompressor ist auch gut angelaufen. Aber das ist auch jetzt, weil durch die Standzeit, die Bremsen, schaut mal, die Standzeit, die spiegelt sich hier wieder. Also nicht, dass ihr denkt, ich lüge. Schaut mal, wie braun. Also eindeutig zu lange gestanden und dadurch dann angerostet, Flugrost. Die Lampen und so, da hatten wir bei dir im Autoteile die Lampen, die Schürze. Hier, sowas, Chrom. Ja, gehen wir mal ins Außenkleid, genau. Wir haben ja von der Firma Eilbach damals das Fahrwerk bekommen mit Druck, Zug- und Druckstufeneinstellung. Das ist eins der ersten Fahrwerke, die von Eilbach überhaupt diese Option hatten. Und da bin ich immer noch ziemlich stolz drauf. Wir haben Sturz, sein Vater, geht eigentlich. Also hier wird natürlich lackiert, das ist klar. Also lackieren brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Black Beast heißt, das Ding wird komplett schwarz. Das heißt, alle Chromteile, alle weg. Chromteile kommen komplett weg. Die auch hier unten, gut, das ist ein Teil, das kommt komplett weg. Hier die Leisten, lackiert habe ich noch im Lager liegen. Die hatte mir der liebe Dominik von DM Autoteile geschickt. So, dann werden wir den Träger erneuern, weil der wurde durch den Unfall ein bisschen beschädigt. Den habe ich auch im Lager liegen. Der ist nämlich hier an dieser Stelle, also unten drunter, gebrochen. Den werden wir auch komplett erneuern. So, Kotflügel und so geht sogar eigentlich, ja. Die Türen sind das Schlimme. Hier, angefangen wieder zu blühen. Die Kotzerei hier, die Scheiße, die können wir direkt hier, Leute, können wir direkt abziehen. Will das einer? Ich schenk's ihm, kann er abholen. Zugespachtelt, also Rost weg, zugespachtelt, clean. Clean, clean, clean. Hier wird nichts mehr chromtechnisch schimmern. Ja, hier, auch in schwarz. Werde ich noch holen. Außenblinker vom Spiegel. Hier spiegelt sich auch die Standzeit nochmal wieder. Ja, das wird alles, Leute, hier, Dachreling, alles weg, clean. Wir werden die Löcher zuspachteln, das Ding, also es gibt wenig Passats, die hier oben clean sind. Ich will einen clean haben. Das heißt, hier komplett glatt. Ja, außer der Antenne bleibt alles dran. So, Heckklappe, hier ist noch die alte Folierung. Durch den Unfall musste ich ja vorne alles abkratzen. Die alte Folierung, hier der Kofferraumdeckel. Richtige Delle drin vom Unfall damals. Heckstoßstange hatte ich neu geholt. Da unten, schwarz, wird alles schwarz. Hier, Zierleiste, ab. Felgen, tiefschwarz, größer. So, hier die Chromleisten. Kommt alles weg. Kommt weg, weg im Sinne von, also das Chrom, die Farbe kommt weg, ja. Und dann gehen wir auch in den Innenraum über. Und da bitte ich euch, das ist die erste Sache, wo ich auch euch um Hilfe bete, bitte. Na, ich bete, bitte. Oh, ein Kindersitz. Genau, wir haben ja hier die normalen Stoffsitze und die Stoffsitze sind, ja, wie soll man sagen, Standard. Ich will hier entweder Leder oder Alcantara. Dachhimmel kommt Alcantara, das wissen wir. Hier
Stoff. Will ich nicht. Sitzheizung funktioniert gar nicht mehr. Hier auf der Seite auch schon nicht mehr. Die Mittelkonsole, die kommt auch weg. Also nicht weg im Sinne von komplett weg, sondern da wird auch Alcantara. Da bitte ich euch jetzt schon mal um Hilfe. Wer hat oder wer weiß, wo es hier diese Sitze irgendwo im Netz oder bei jemandem zu Hause in Alcantara gibt? Dann hier diese Leiste, die ich damals foliert hatte, kommt auch weg. Nee, Sprühfolie ist das. Die kommt auch weg, da kommt schwarz hin. Genauso wie in der Mitte. Und ich will ein neues Lenkrad haben. Das wird also auch noch kommen. Dann Tachoeinheit, gut, die kann ich auch lackieren, das ist kein Problem. Alles, was hier, wie gesagt, in Chrom ist, sogar das hier, will ich weg haben. Aber wir müssen jetzt Teile sammeln. Motorsachen habe ich ganz schön, ja, eigentlich schon fast alles da. Aber der Rest drumherum, da fehlt es noch. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir dieses Video auch. Ne? Wir gucken uns dann morgen das Auto nochmal von unten an und fangen auch schon ein bisschen an zu schrauben, weil von unten ölt der wie Sau. Ich denke mal Ölwanddichtung oder sowas. Dann gucken wir uns noch die Sechskantschraube von der Ölpumpe an. In dem Zusammenhang kann man ja direkt mal machen. Dann werden wir noch gucken wegen generell Undichtigkeiten, Abgaskrümmer womöglich gut. Wobei der kommt ja ab, wenn wir den neuen Turbo dran machen. Der Turbo, der liegt hier auch schon. Ich habe den auch schon hier. Oh, wir haben so viel vor damit. Ich denke mal 3-4 Wochen. Ne, mit TÜV, allem drum und dran. Kofferraum ist auch noch eine Baustelle. Da ist ja durch den Auffahrunfall unten die Radhausschale gebrochen. Aber das ist Glasfaser, das werde ich auch noch neu machen. Da werde ich auch noch mal in ein neues Territorium mit euch eintauchen. Und sowas hier alles kommt weg. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, googelt schon mal mit mir fleißig. Bitte wegen der Mercedes schon mal reinschreiben, ob jemand weiß, wo das Ding sitzt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euer Mr. Do It. Bis morgen, bis dann. Ciao.